Ja, um auf den Rescue-Loader Dreambox 7080 HD zugreifen zu können, booten wir die Box einfach durch Drücken der Standby-Taste aus dem Deep Standby zum Beispiel oder durch Einschalten des Netzschalters hinten und drücken dabei gleichzeitig natürlich die Standby-Taste, so wie hier zu sehen. Dann startet nach dem Counter der Setup-Vorgang und die Website wird hier geladen. Diese Website wird bei mir jetzt von der IP-Adresse leider nicht angezeigt im Display. Das sollte allerdings so sein. Warum es bei mir nicht so ist, kann ich euch leider nicht beantworten. Ich habe keine Antworten darauf gefunden. Ich habe sowieso ein massives Problem mit der Wired-Schnittstelle, die jetzt aber von der Diskussion nicht weiter hierher gehört. Was können wir jetzt auf dieser Website hier anstellen? Als erstes mal die Weißinformationen aufrufen, warum jetzt ich hier keinen Rückbutton habe oder irgendwie einen Hinweis darauf, wieder ins Startmenü zu kommen, ist mir und bleibt mir zweifelhaft. Ich muss immer wieder mit der Browser-Zurücktaste auf die entsprechende Seite davor zurückwechseln. Dann habe ich hier verschiedene Links, die sind ein bisschen unscheinbar, aber da verbergen sich schon wichtige Informationen. Hier zum Beispiel nochmal das Gleiche natürlich, was auch oben unter Device-Informationen abzurufen ist. Hier haben wir die Möglichkeit, eine Online-Recovery zu starten. Da steht da drin, wenn die Internet-Connection vorhanden ist, dann wird der Mechanismus diese vorher downloaden, die aktuelle Version, und dann die entsprechende Data-Partition damit flashen. Ansonsten wird einfach ein letztes Backup bzw. eine letzte Partition, die hier gesichert wurde, zurückgespielt. Die DreamboxUpdate.com-Seite lassen wir jetzt mal aus, weil da nichts Neues zu sehen gibt. Natürlich Upload Your Own ist eine Möglichkeit, einen Firmware-Upload durchzuführen, der allerdings mit den Änderungen TGZ, also im komprimierten Format, irgendwie vorliegen muss. Es ist nicht möglich, eins von der vom Recover-Loader erstelltes Backup selbstständig hier zurückzuspielen, aber dazu sage ich dann gleich noch mehr. Hier kommt ja auch der Hinweis für the last release, check dreamboxupdate.com, und da gibt es allerdings noch keinen Eintrag zu sehen. Ja, die Möglichkeit haben wir dann hier, die Backup-Funktionen aufzurufen. Da haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten, hier verschiedene Sachen halt abzuspeichern. Die werden alle in einem IMG, also im Image-Format, abgelegt auf der Festplatte des Users. Allerdings gibt es keine Möglichkeit, die zu benutzen, um hier ein komplettes Backup zu fahren, denn diese sind einfach, wie hier vorne auch erwähnt, zu Debugging-Funktionen eingeführt worden. Wir können natürlich hier auch die Box wieder rebooten oder auch direkt auf das Support-Board zugreifen, wenn wir noch weitere Fragen zu diesem Rescue-Loader haben.